So Leute, was geht? Ihr seht, ich bin mal wieder auf den Testservern der neuen Season und ich werde euch wieder einen kleinen Einblick geben, was uns der nächste Season so erwartet. Wie gesagt, die Season heißt Operation Dread Factor und hier ist der gute Minion. Fenrir heißt der. Ist ein neuer Defender, ich kann euch den mal zeigen. Genau, hier ist Fenrir. Ihr seht, neuer Defender, 2 Armor, 2 Speed. Alles Ausrüstung, ganz interessant eigentlich, Bandits MP7 mal wieder. Der letzte, der die bekommen hat, war ja Zero. In Attack jetzt haben 2 Leute in der Defense die MP7. Allerdings genau wie Bandit ohne 1,5er. Dann die Shotgun, ich sag mal einfach die Russen-Shotgun, also von Kapkan und Tachanka. Fink hat die, glaube ich, auch. Die ist sehr strong, aber ich glaube natürlich, die MP7 ist the way to go. Als Secondary die Bailiff und dann Bulletproof und Barbed Wire. So, was ihr jetzt euch natürlich fragt, ist, was ist denn sein Gadget? Die nennt sich hier Schreckensmine. Wurfgerät, das an Oberflächen haftet und ein angstauslösendes Gas freisetzt, wenn es Gegner in der Nähe entdeckt. Hört sich erstmal ganz interessant an. Wir springen einfach mal in T-Hunt rein. Da können wir nämlich direkt einmal den Rework vom Konsulat uns auch anschauen. So, ihr seht schon, die Map sieht ein bisschen komisch aus. Das ist nämlich alles komplett neu. Das ist die Main Hall mehr oder weniger von der Konsulat, wie man sie kennt. Allerdings hier vorne haben sie es zugemacht und ja, es sieht wirklich komplett anders aus. Ich denke nicht, dass ich euch die ganze Map zeigen kann, aber wenn ihr rausguckt, seht ihr auf jeden Fall das Wichtige. Ich darf gar nicht so lange rausschmeißen, Mann. Ihr seht aber, der Eingang ist zu und die ganzen Fenster hier wurden entfernt, bis auf eins. Das heißt, ihr könnt ein bisschen sicherer spawnen auf der Map. Ihr werdet nicht immer direkt gespawnt killt. Das ist Visa, das erkennt man, glaube ich, ziemlich gut. Praktisch noch gleich aus. MP7 ist schon eine geile Waffe, Mann. Dass sie mehr Leute kriegen, finde ich nice. Also sein Gadget geht wie folgt. Er hat 5 von diesen... Ups. Wie nannten sich die Teile jetzt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Passt auf, ihr könnt die an den Eingängen placen. Ihr könnt die einfach werfen. Und da steht ihr zum Beispiel unten, wo sie sich gerade befinden. Erdgeschoss, Ostkorridor. Okay, ich habe es gerne auf Deutsch. Ich hätte es vielleicht auf Englisch stellen sollen. Oder ich place eins hierhin. Ihr könnt die verteilen. 5 Stück habt ihr. Ihr könnt maximal 3 aktivieren. Das heißt, ich kann es jetzt angucken. Wenn ich jetzt F gedrückt halte, aktiviere ich das. Das ist aktiviert, das ist aktiviert und das hier mache ich auch einmal an. Dann seht ihr unten, die 3 sind an. Pass auf, wenn jetzt ein Gegner nämlich da durchläuft, nehmen wir an, die kommen von da, sollte mir das angezeigt werden. Da, es wird angezeigt. Und das Ding... Aus dem Teil kommt dann Gas raus. Der war gerade etwas lila, falls ihr das gesehen habt. Sollte er jetzt durchkommen, wird dieses Gas freigesetzt. Und Gegner... Boah, alter Schwede. Pass auf, Gegner, die da durchlaufen, werden dann nämlich geblendet, mehr oder weniger. Deren Sicht wird extrem eingeschränkt. Das ist wie, als würdest du in Minecraft die Render Distance auf einen Chunk stellen oder so. Wenn die Dinger platziert, sind die dann auch unkaputtbar tatsächlich, also komplett bulletproof. Und sobald die aktiviert sind, können die halt kaputt gehen. Könnte natürlich aber auch so spielen, dass einer auf Intel geht. Und sobald man dann sieht, dass der Gegner durchläuft... Wenn euer Mate ist halt in der Cam, sieht dann, dass der Gegner hier drin ist, dann könnt ihr auch von hier hinten das Gadget dann einfach aktivieren. Seht dann direkt von wo die kommen und die sind blind. Das ist halt übelst gut eigentlich. Oh mein Gott, die sind alle hier. Wie ist das Erlebnis? Also eigentlich das... Okay, das wird immer wieder reaktiviert. Okay, und wenn ich so rausgehe... Also... Ja. Kann dir sagen, wann ich dich sehe. Ja, jetzt ist gerade sehr krasse Dosis. Jetzt sehe ich dich. Junge, ja, aber es ist, ich verstehe nicht, wie das mit den Intervallen passiert, weil wenn du durchrennst, dann ist es eigentlich so gut wie unnötig. Jetzt hier, wenn ich hier reinpushe, ja gut, das ist kacke, aber es ist wirklich nicht lange. Ja, weil du die Dosis hier vorher abkriegst. Oh, das dauert aber lang, bis es aktiviert wird, ne? Hm. Ja, das brauchst du, bis es die volle Dosis erreicht hat. Ja, ja. Aber versuch da jetzt einfach mal, geh mal hier hinten hin. Ja, wenn ihr. Warte. Wenn ich jetzt einfach hier durchpushen würde. Ja, wenn genau. Jetzt... Und ich stehe hier. Irgendwas beeinträchtigt. Boah, ja, also jetzt sehe ich gar nichts mehr. Das hat mich jetzt voll krank erwischt. Hätte ich nicht gesehen. Aber außer ich sprint vielleicht durch. Ja, von der anderen Richtung ist halt geiler, glaube ich. Wenn du von mir aus durchsprintest. Achso, ja, aber da sehe ich es ja. Wenn ich von dir aus durchsprinte, kann ich ja so machen. Also, es ist ja aktiv. Ich kann es ja jetzt kaputt schießen. Ja. Kannst du es hacken, wenn es zu ist? Ja. Boah, kannst du es auch... Boah, es geht einfach kaputt. Vielleicht musst du es vorher aktivieren. Kann sein, aber probier es nochmal zu hacken. Ich habe noch 2. Wenn es anders. Jo. Hä? Ja, miese Brise. Ja, das bringt aber gar nichts. Also ich werde null geblendet davon. Bin ich auch. Ach so, warte mal. Das wird von dir aktiviert, aber ich bin der geblendet wird. Ah, fuck. Du hast jetzt aktiviert. Jetzt gehe ich durch.
nee, geblendet. Aber du aktivierst es nicht mehr, ne? Nein, nein, ich aktiviere es nicht mehr. Ich aktiviere es, aber du wirst geblendet. Ja. Das ist ein Fick. Ja, gut. Das werde ich mal an Ubi weiterleiten. Als neues Gadget gibt es jetzt den Observation Blocker. Kann einmal schauen. Ich weiß, Puls hat den Maestro. Ich zähle gleich mal auf, wer das alles hat. Ich will jetzt nur einmal reinschauen. Weil ich bei Puls natürlich eher Nitro-Handy spielen würde. Ich pick einfach mal Maestro. Und hier placed hier euer Evil Eye hin. Sollte die Drohne jetzt hier reinfahren, sieht sie natürlich das Evil Eye. Aber place diesen Observation Blocker einfach mal davor. Ich mache es mal einfach so. So, damit alles hinter dieser Wand hier von Drohnen versteckt. Das heißt, Drohnen würden jetzt hier gegen eine Wand gucken einfach. Die würden nicht sehen, was hier hinter ist. Ihr könntet hier hinter stehen, die würden hier rein, Drohnen, die könnten euch nicht sehen. Das ist schon krank. Also du kannst heftige Lines of Sight auf jeden Fall zumachen für Drohnen. Oder halt zum Beispiel die Tür halt zumachen und hier hinter eine Mozzie-Pest zum Beispiel packen. Und die Drohne wird es nicht sehen, wird halt hier durchspringen und wäre halt sofort gehackt. Finde ich interessant, das Gadget. Wie es dann im Gameplay sein wird, ist halt die andere Frage. Ist halt wild. Boah, ist krass, wie das komplett abblockt. Ja, geht auch nicht weit. Guck mal, du kannst hier theoretisch so einen Bunker bauen. Ja. Und dann kannst du hier drin mit Sicherheit nicht gepinkt werden. Das Einzige, was ich halt sehen kann, ist, wenn die Drohne reinfährt. Ja, eben. Aber das siehst du ja dann. Ja. Und aber du kannst dir halt jetzt hier drin sicher sein, dass du nicht gepinkt wirst. Oder imagine, warte. Ich bleib jetzt genau hier. Oh Gott. Das müsste man bündiger machen oder einfach so schräg. Aber wenn du jetzt ein Evil Eye dahinter versteckst, ist halt auch echt gemein. Och, stimmt. Mal was? Gespannt, wie die das spielen. Ich glaube, damit kannst du echt wilde Sachen machen. Ich kann ja noch einmal in Tieren eigentlich reingehen mit Grimm und mir das anschauen. Also allein, dass sie ihm halt das 1,5er und 2-fach geben, ist ja wirklich das Mindeste, was sie hätten machen müssen. Den Operator nicht halbwegs scheiße sein zu lassen. So, Grimms Bienen lösen jetzt instant aus. Vorher war ein kleines Delay dabei. Die Bienenzeit wurde verdoppelt tatsächlich und er hat als Secondary die Bailiff. Die ich jetzt leider nicht mitgenommen habe, aber ihr könnt mir das einfach mal glauben, dass er jetzt die Bailiff hat. Da kriege ich irgendwen aufgedeckt. Ich müsste so instant aufgehen. So, es geht instant auf. Und die Zeit müsste jetzt verdoppelt sein. Wie lange die Bienen da rumschwirren. Also das ist schon echt strong. So, was neu für die Konsolisten ist, ist, es gibt mehr Controller-Layout-Einstellungen. Ihr geht einfach auf Steuerung, dann müsste das irgendwo stehen. Na, wo ist es denn? Die Controller-Layout, dann könnt ihr das hier umstellen. Standard verbessertes Bumper-Lehnen. Weiterentwickelter Bumper-Shooter, taktischer Bumper-Hocker, Linkshänder, Standard Linkshänder, Linkshänder, Linkshänder. Ist jetzt nichts für mich, ist vielleicht für die Konsolisten unter euch, vielleicht ist da irgendwas, was euch besser steuern lässt. Was auch rein soll, was ich glaube allerdings in der Season kommt, bin mir nicht sicher, ist, dass man einstellen kann, dass man Diffusers wieder aufheben kann, wenn man drüber läuft. Ihr müsst es nicht angucken und halt anklicken, sondern ihr könnt wieder drüber laufen, das aufheben. Das gibt es dann auch als Funktion hier. Scheint aber noch nicht drin zu sein, weil ich es gerade nicht finde. Jetzt zeige ich euch, was ich übelst nice finde in der neuen Season. Gehen jetzt mal auf irgendeinen Operator. Ist eigentlich scheißegal, worüber wir das machen. Wir können nämlich in den Schießplatz gehen. Die Shooting Range wurde etwas erweitert. Ihr seht das da ganz rechts, glaube ich, schon mit diesen Dummies. So, das erste Ding hier sollte unverändert sein. Das ist eigentlich dasselbe. So, jetzt gehen wir einen weiter. Das ist eigentlich auch, wie es war, außer ihr könnt jetzt hier eine Wand hochziehen. Und ihr könnt gucken, wie viel Damage jetzt Wallbangs zum Beispiel machen. Wenn ich jetzt der Waffe halt durchschieße, macht 14 Schaden auf Fuß. Und ohne die Wand hätte es halt 30 gemacht. Da könnt ihr halt testen, wie viel der Schaden halt verringert wird, wenn man jemanden wallbangt. Oder ihr könnt auch irgendwie testen, wie jetzt die Destruction ist von einzelnen Waffen. Und hier ganz hinten gibt es das Neue. Das ist eigentlich richtig, richtig cool. So, ihr könnt in die Option gehen. Rundenlänge machen wir jetzt mal 30 Sekunden. So, ihr könnt sagen, dass so eine Attrappe dann da rumläuft. Oder ob es halt so Kugeln sind, wie jetzt bei Aim Labs oder sowas. Gesundheit von denen einstellen. Nur Kopfschuss, maximale Ziele. Ihr könnt zum Beispiel machen, das 4 Stück und dann sollen die untätig sein? Sollen die gehen? Sollen die laufen? Sollen die sprinten? Oder soll das zufällig sein? So, die Entfernung kann halt nah, mittel oder weit sein oder auch zufällig. Und unendlich Magazin halt einfach, damit ihr durchgehend ballern könnt. Dann wenden wir das an und dann fangen die Dinger auch an zu spawnen. Und solltet ihr halt dann... Und dann könnt ihr halt einfach Aim-Training machen.
Ihr seht, die legen sich hin, der bleibt still stehen, der ist hier am Sprinten. So, und hier könnt ihr jetzt gucken. 27 Eliminierungen, so und so viele Treffer haben getroffen, Kopfschussrate, Präzision. Ihr könnt dann halt in die Option gehen, das umstellen oder auch direkt auf Empfindlichkeit gehen und dann sehen, oh, da war Empfindlichkeit ein bisschen zu langsam, ihr könnt sofort halt höher oder niedriger drehen, wie ihr Bock drauf habt. Ich kann immer die Kugeln einmal rumfliegen lassen, damit ihr das seht. Ich mache mal einfach eine Kugel, die soll zufällig einfach rumschweben und dann ist es halt wie in, wie so ein Aim-Training halt, ne? Kriegen wir einfach mal Fendry mit der MP7 kommen, wenn das eh schon jetzt zur neuen Season der neue Operator die Waffe hat. Obwohl ich nicht so ein Fan von der MP7 bin, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das mache zum Aufwärmen so, dann könnte das schon ein bisschen besser laufen. Weil ich jump halt wirklich immer ohne Aufwärmen. Kriegt ins Ranked rein. Finde ich auf jeden Fall eine coole Erneuerung. Bin gespannt auf den Testservern, wie sich dann der neue Operator spielen lässt, wie das Gadget so sein wird. Also ich kann jetzt noch nicht wirklich eine Meinung dazu sagen. Bei den ersten Runden, wenn ich das erste Mal dann geblendet bin, dann kann ich sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Was ich natürlich nicht vergessen darf, sind, passt auf, Schnellspiel und dann gibt es hier die Arcade-Modi, die permanenten Arcades. Mann, ich hätte die fast vergessen, das gibt's nicht. So, es gibt Free-for-All, Deathmatch, nur Präzisionsgewehre, nur Kopfschüsse und Golden Gun. Eigentlich alles selbsterklärend, Free-for-All. Auf den und den Maps, keine Teams. 7,5 Minuten Runde, keine Vorbereitungsphase und Respawn. Dann halt jeder gegen jeden. Deathmatch kennt man ja wohl. Nur Präzisionsgewehre. Wer zuerst 90 Eliminierungen erreicht, gewinnt. 5 gegen 5. Deine einzigen Waffen sind die Sniper und diese. Oh, und diese, dieser Revolver mit dem Scope. Ansonsten war es das. Wir können uns nur einmal ganz kurz die Charms von nächster Season angucken. Hierhin gehen, da seht ihr unten links den Kupfertalisman. Hier ist der Bronze. Silber. Das Gold, Platin, dann klappt sich da irgendwas auf. Wieso? Weiß ich auch nicht, was es ist. Ab Diamond sieht es halt echt sexy aus. Und Champion ist gar nicht mal so viel verändert. Ich kann euch einmal vorlesen, wer alles diesen Observation Blocker bekommt. So wie ich das hier sehe, ist das einmal Puls, Alibi, Jäger, Tachanka, Clash, Ella, Rook, Warden, Cavera, Kaid, Maestro und Smoke. Die bekommen alle das neue Gadget. Außerdem sehe ich gerade hier, Ranking up through Emerald, Diamond and Champion now has steeper requirements. Hört sich so an, als würde man dann in High Elo mehr Punkte brauchen, um abzuranken. Ab Emerald halt. Damit man es noch schwerer hat, da oben sich hochzukämpfen. Das war's, glaube ich, soweit. Ich bin alles Wichtige durchgegangen, denke ich mal. Ihr seht auf jeden Fall die Tage, dann Testserver Gameplay von mir, von der neuen Season. Wahrscheinlich streame ich es auch. Also wenn ihr Bock habt, einfach auf twitch.tv/kyung. Ich heiße da genauso wie hier. Das war so mein erster Einblick, den ich dann mit euch zusammen machen wollte. Sagt mir mal, ob ihr hyped seid auf die neue Season, welche Veränderungen ihr am besten findet, was ihr vielleicht nicht so geil findet. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.